Okay. Ich habe mich wieder beruhigt. Also, Kupfer und Geheimeingang. So. Schön. Judy. Ja, aber ich hatte zwar auch den Laserschneider zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich auf der Seite war, was ich aber auch nicht hatte, was eigentlich viel wichtiger ist. Ich glaube, du konntest diesen Gang auch nur von einer Seite aufschneiden. Insofern war es auch egal. Aber trotzdem, dass meine Boje bereits einen halben Millimeter vor dem Geheimeingang war, macht mich schon ein bisschen betroffen, ne? Also ich habe diesen Ort quasi schon vorzeitig entdeckt, aus Versehen. Oh. Ah, Mann, ey. Scheiße, ein Klopfen. Vielleicht finden wir hier irgendwo Magnetit hier unten. Ich bin ja sehr gespannt, wo mich das Portal jetzt fügt. Gut, dass wir noch ein. Bin ich froh, dass ich nicht all meine Würfel in Dings umgesetzt habe. Sonst also müssten wir jetzt nämlich hier mit dem Krebs zurückkehren und aus dieser anderen Höhle erstmal 100 Millionen Dings rausernten. Das müssen wir ultimativ wahrscheinlich auch machen, weil das hier der einzige Ort ist mit Ionenwürfeln, aber trotzdem. So, jetzt kann ich mir Kupfer wieder mitnehmen. Hier müsste doch immer noch mein Silber liegen, oder nicht? So. Genau, ich habe noch mein Dings. Ich habe übrigens immer noch keine Handschuhe. Ich meine mir einzubilden, dass es im Vorgänger ganz schon viele Handschuhe gab. Das Würfel kommt ja auch noch mit. Okay, gut. Ich hatte gerade kurz ein bisschen Angst, dass das One-Way ist, das Dings. Muss die Erbauertechnik nicht mal so komische Geräusche machen. Schön, dass der Scheiß irgendwie so noch funktioniert, nachdem meine ich, wie alles hier ziemlich kaputt ist. Das hat Altera alles schon gefunden und nicht irgendwie verwerten können. So, hier. Alles steht die Schutten der Welt bei. Ah, sehr praktisch mit dem Shortcut hier eigentlich, ne? Ist zwar eine kleine Tauchfahrt, aber ist ja nicht schlimm. Auch mal die Dinger da nicht hochfahren können. So, das ist jetzt ein Primärportal. Wir haben doch bis jetzt ein anderes Portal gefunden, oder? Na denn. Speichern wir ab, bevor Spielabsturz. Oh. Wir sind wo? Das ist die. Ich wollte gerade auf die Karte gucken, aber wir haben keine Karte, weil wir sind wo? Basfee. Die andere Höhle, wo ich neulich war. Ja, das ist die andere Höhle von Basfee, ne? Wo ich. Oh yay, noch mehr Tuch. Oder? Nee. Nee, das ist nicht. Das ist eine Höhle, in der ich noch gar nicht war. Aber hier war Altera auch schon. Oh! Das ist Basisvieh! Das Problem, sein Abonnement zu verlängern? Sam loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Huh. Naja, es kommt auf an, wenn du hier so einen Studenten-Twitch-Prime hat, dann geht das nur einmal. Und ansonsten, der macht's halt nicht. Altera-PDA. Intelligentes hey, Leben. Oh, hey there, Pengling Buddy. Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well... Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Huh. Hm. Fragment eines Laserschneiders. Jetzt habe ich noch so einen Pinguinplan gefunden.
Also das war also Basis Vieh, den Labortisch. Jetzt kann ich einen Labortisch bauen, yay. Ich weiß nicht, ob ich das so tun sollte, aber... Fragment eines Schneefokus. Oh, der zweite Teil. Oh, mit dem kann ich bestimmt über diese freie Fläche fahren. Dr. Zeta Landon. Ich frage mich halt immer noch, ob wir bald irgendwie mal eine Leiche finden. Inventar voll. Ach, guck mal hier. Karte des Gletscherberges. Karte bereits untersucht, und die mit dem Spielpinguin zugänglich sind. Ach so, das stimmt. Ach, guck mal, das Portal ist da grün. Also, sie haben es zwischendurch also angehabt. Da hinten ist noch ein Funkturm. Soweit war ich noch gar nicht. Aber stimmt, irgendwo war noch eine kleine Höhle, wo ich mit dem. Sams Bett. This must have been Sam's room. But something's not right. Zumindest haben wir noch keine Leiche gefunden. Gespräch mit Dani über Forschung. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Naja, okay. So hat also der Anfang vom Untergang angefangen. Gut. Was? Gemälde? Das will ich auch haben. Moment, wir müssen wieder was da lassen oder wir essen irgendwas. Ist das Gemälde größer als der Rest? Nö. Langsam aber sicher wird meine Bude echt klein. Ich rechne übrigens immer noch irgendwie mit einer Leiche. Also hier wurde, wahrscheinlich hat sie versucht, das ganze Ding irgendwie zu sabotieren, nehme ich mal stark an, oder? Noch mehr von diesen Wasserreinigungstabletten. Wie unvorbereitet glauben die Leute denn? Geht man denn hier runter in so eine Basis? Also wirklich. Aber irgendwie so richtig gut gehalten. Mal sehen, finden wir jetzt eine Leiche. Oh! Ah, da ist er. Ah, ich wollte gerade sagen, vor kurzem dachte ich, hier ist alles in bester Ordnung. Oh, da hinten ist aber ein anderer Anzug, oder? Medikit. Hm. Großes gefiltertes Wasser. Und ein Fragment eines Thermoanzuges. So, so. Thermoanzug. Ah, der ist halt direkt vor der Thermoanzug-Konkurrenz. Beim Schutz in kälteren Klimazonen die ideale Kleidung für Bedingungen unter Null. Pelzflor zur Reduzierung der natürlichen Wärmeübertragung. Dreifach laminierte Dichtung an allen Öffnungen, geeignet bis zu 183,8 Kelvin. Selbstrohliegender Innenkompressor. Team beginnt mit T. Mit T? Die Anwendung von Achtsamkeit durch Führungskräften. Ihr Team ist nur ein Schwamm, der darauf wartet, die Energie aufzusaugen, mit der sie den Raum füllen. Als Führungskraft müssen sie sich wie eine Kanne Tee betrachten. Sie haben die Kraft, ihr Team mit beruhigender Wärme und Heilung zu durchdringen. Sie haben aber auch die Kraft, sie zu verbrühen. Der Schlüssel in ihrem Untergebenen mit Ruhe zu erfüllen, besteht darin, zuerst mit der Ruhe in sich selbst umzugehen. Das ist die Kraft der Achtsamkeit in der Führung, die wir im nächsten Kapitel weiter diskutieren werden. Aber zuerst sollten wir ein anderes Führungselement untersuchen, das oft übersehen wird. Die Ziehzeit. Sobald sie ihr Team mit ihrer Heilkraft übergossen haben, müssen sie warten, bis sich die Öle und Essenzen der Teeblätter in ihrer Umgebung angepasst haben und ihre Duft und die Wirkung entfalten. Eine heilende Führungskraft hat Kraft, aber eine geduldige heilende Führungskraft ist nicht aufzuhalten. Ja, okay, total toll, sag ich mal. Also ich habe mir das Gefühl... Ach, guck mal, Thermohandschuhe, die muss ich noch... Schneepirscherfell. Achso, jetzt weiß ich, wofür ich die Teile brauche. Aquarium habe ich schon. Die armen Fische, ne? Wie die hier wohl rauskommen? Was ist das hier noch? Jukebox-Platte? Nerd off, diving into deep. So, egal, wir müssen übrigens nochmal so eine Chili-Schote essen. Wir müssen mehr Poster mitnehmen. Das fällt aus, dass ich auch nur ein einziges Poster zurücklasse.
Und ein großes gefiltertes Wasser finden. Falls du wirklich nicht genug Wasser, nachdem du jetzt die Schneetabletten und alles andere hast, nicht genug Wasser hast. Den Laserschneider könnte echt eine Ionenbatterie noch gebrauchen. Wie sieht denn das große Wasser eigentlich aus? Ich habe noch einen Schneeball bei, den könnte ich auch irgendwie lassen. Hä? Achso, das große gefilterte Wasser ist einfach das, was ich die ganze Zeit schon mit mir rumschleppe. Naja, gut. Ich muss also jetzt Schneepirscherfell finden. 3 Einheiten von. Nun gut. Achso, das da vorne ist das große Außenportal. Wahrscheinlich ist es draußen total gefährlich. Aber irgendwie hier drin sind, der Höhle ist ja auch irgendwie alles zerfallen, ne? Boah, noch mehr Wasser. Wie habe ich die beiden Kisten eigentlich gerade übersehen? Oder kam ich nicht aus diesem Portal? Noch mehr Fasergewebe. Warum möchte mir das Spiel gleich jetzt Fasergewebe geben? So. Was ist ein Gabel? Achso, warte mal. Hm? Warte mal, in dem Büro war ich aber nicht drin. Wie komme ich da rein, in dieses Viehbüro? Achso, wahrscheinlich durch diese Tür hier, wa? Noch mehr Türen. Also, das Spiel möchte mir. Achso! Herr Fragment Energiezellen Ladestation. Für den Fall, dass ich die bis jetzt noch nicht gefunden habe, oder was? Oh, ist das hier ein Heizlüfter? Wer ist dabei? Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern. With the frozen Leviathan. I investigated, and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now. You're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Aha. Schwesterherz hat sich also unbeliebt gemacht durch Alien Intruder. Ist das ein Hinweis auf Dings hier? Wie heißt das doch gleich nochmal? Among Us? Verwaltung. Noch ein das ist schrecklich, ich komme nicht durch. Aber das Bild war doch auch im ersten Teil. Hing das doch in diesen einen Spind oder nicht? Das da. Hatte ich nicht mal irgendwas zum Zoom? Aber genau das Bild war doch auch. Hängen wir? Wie viel Chili-Schuhe muss ich denn hier noch essen, bis ich. Oh, ich hätte vielleicht mal die essen sollen, die. Oh, eine Thermoskanne. Toll. War die noch voll? Und treffen mit Zeta. Oh, you brought a friend. Spy pangling in training. We're recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Kara pustules on the frozen Leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the Panglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Ah ja, okay. Ich glaube, sie wurde bitterlichst verraten, würde ich mal behaupten, ne? Aber trotzdem, warum finde ich hier so viele Sachen für Schneeanzüge? Wenn ich müsste ja, wenn dann... Also, ich meine, ich finde hier lauter Fasergewebe. Und ich glaube, die Bestandteile des Schneeanzugs ist ja nur das Fell. Ich habe es mir angefühlt. Genau, Fell und Fasergewebe. Und ich habe jetzt dreimal Fasergewebe gefunden.
Das spricht doch sehr dafür, dass ich gleich das Fell noch finde, oder? Und dass ich quasi den Anzug direkt hier herstelle. Da vorne ist bestimmt der letzte Teil des Schneefuchs. Weil sonst wird das hier alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Robotikvieh. Vor allem, warum ist die Robotik eigentlich so zerstört? Fragt man mit einer Schneefuchs-Schweberampe? Die Schieberampe dient mit ihren zwei Gelenken der schnellen Montagenreparatur von Schneefüchsen. Das Aufladen geschieht durch Umwandlung von magnetischer und thermischer Energie. Am häufigsten wird sie für langgestützte Operationen bei niedriger bis mittlerer Schwerkraft eingesetzt. Ja, aber jetzt habe ich die scheiß Schieberampe, aber das bringt mir ja nichts, ne? Phi Robotics. This is where Sam worked. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon wieder falsch reingelaufen bin, oder? Oh, ich wäre beinahe gestorben. Nice. Ja, ich glaube, ich bin falsch rum reingelaufen, so wie es aussieht, ne? Ernsthaft? Nee. Das war hier in der Höhle, aber warum ist denn die Höhle jetzt schon zusammengekratzt? Schmilzt das ganze Eis die ganze Zeit? Und deswegen ist hier gerade alles so den Zerfall. Weil ich meine, die Basis ist hier komplett zerknirscht, ne? Oh, Fragment eines Speerpinguins. War das Speerpinguin-Logbuch? Die Speerpinguine schaffen so viele neue Forschungsmöglichkeiten. Sie sind perfekt, um enge Räume zu erkunden, die ich mich hineinquetschen kann. Kleine Hohlräume, in denen sich viele Rohstoffe verstecken. Die Pinguine können zwar nicht viel tragen, dafür bieten sie aber den Vorteil, dass die Tiere sie für gewöhnlich ignorieren. Mein kleiner Roboter freut sich einfach zu niedlich, um zerstört zu werden. Okay, immer wo diese Dinger stehen, kannst du so einen Roboter raussetzen. Okay, verstehe. Dafür brauche ich dann wahrscheinlich den Thermalanzug, oder? Noch mehr Wasser, es ist... Die Leute, also du könntest hier komplett unvorbereitet los. Ja, ja. Seek shelter. Eiskorb? Dieser Pflanzen reicht ein Jod im ganzen Film. Was liefert diese Pflanzenkomponenten, die bei der chemischen Reinigung von nicht trinkbarem Wasser verwendet werden können? Ach ja, interessant. Gut, dass ich das Rezept dafür nicht habe, aber schön. Ich warte jetzt nicht nur darauf, dass ich wieder von unserem komischen Wurm gefressen werde, ne? Achso, wenn man hier so ein Geysir ist, sollte man jetzt ausnutzen. Ja, die Frage ist bloß, wie kriege ich jetzt diese Schneepirscherfälle hier ran? Das hier sieht aus wie ein Landeport, oder? Das hier der Ort ist, in dem man am Ende abreist? Ja, das sieht ja so sauber und heile aus. Komme ich noch irgendwie anders raus? Ich meine, wir sind jetzt durch das Portal gesprungen. Was haben wir hier? Titan. Ja, leider habe ich absolut keinen Platz mehr. Für irgendwas. Wie habe ich das denn schon wieder geschafft, komplett über die falsche Richtung hier reinzulaufen, dieses Ding hier, ne? Tja. Ist hier noch mehr Speerpinguin? Also wir müssen so einen dummen Speerpinguin bauen, höre ich jetzt da raus. Hier auch nochmal Titan. Das Problem ist, es ist halt irgendwie alles so weit weg von meiner Operationsbasis, beziehungsweise von meiner mobilen Operationsbasis. Ist das Geiselkörbchen? Ne. Wo bin ich denn hier, verdammt? Nun! Droppen die Fell? Wie ernte ich die jetzt? Oder sind noch mehr? Ich bin der Operation Fell leider immer noch nicht näher gekommen, ne? Oh, hier ist noch so ein... Eiskorb, kommen die erst? Nein. Okay, die könnte ich nochmal mit so einem Pinguin langfahren. Das ist schön und gut, aber leider wird mir trotzdem gerade ewig kalt, ne? Ich würde hier nicht... Da vorne ist ein Geysir. Ist hier Wasser? Das ist kein flüssiges Wasser, ne? Die Leiter, da hätte ich beinahe übersehen. Mit dem Speerpinguin? Das Fell ranholen? Also ich bin jetzt komplett lost, ne? Das ist, ich renne hier durch irgendwelche Höhlen und das... Ach, warte mal. Glück
Blühpilze kommen häufig in dunklen Höhlen vor und zeichnen sich ihre Biofluoreszenz aus. Eine einzigartige Fähigkeit, elektromagnetische Strahlung aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Prozess der Biolumineszenz, dem viele Unterwasserlebensformen auf dem Planeten 546b aufweisen. Biolumineszenz ist eine chemische Reaktion, die durch Luziferienmoleküle ausgelöst wird, wenn sie Sauerstoff ausgesetzt sind. Warte mal, das sind jetzt aber nicht die Höhlenpilze, die ich die ganze Zeit gesucht habe? Anscheinend nicht. Ich habe ganz schön breiten Arsch, fällt mir mal so im Schatten auf. Na gut. Also irgendwie bräuchte ich so einen Schlitten oder so. Ich weiß ja auch nicht. Also irgendwie... Ja, noch mehr Faser hier. Also alles deutet darauf hin, dass hier irgendwo so ein... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Es wäre bestimmt total klug gewesen, wenn ich die Boje mal verteilt hätte, ne? Ist das ein Stück Knochen? Ich mache mal ein bisschen Angst. Ich weiß immer noch nicht, wie ich in dieses Schneepirscherfell rankommen soll, ne? Ich meine, die Schneepirscher mit dem Saturnitenmesser wegzumessern, war jetzt nicht so das Problem, aber... Aua. Was ist denn das da? Fragment eines Schneefuchses. Jawohl, damit haben wir einen vollständig. Also wenn ich dann irgendwann nochmal... Muss ich jetzt echt nochmal eine komplette Basis auf der Erde bauen hier? Oh. Kann ich hier einbrechen? Hier ist nochmal eine Lampe, ist ja schön. Ich bräuchte mal wieder neue Chili-Schoten, wenn es hier so weiter geht. Oder kann ich hier von oben? Nö. Das wäre ja auch zu leicht gewesen. Noch eine Leiter. Ich kletter mal lieber. Okay, hier ist Wasser. Okay, ich werfe hier einfach mal so eine Boje raus. Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ne? Ich muss auf jeden Fall ein Wasserfisch, den ich essen könnte. Sieht jetzt gerade verdächtig aus wie diese Höhle von vorhin, aber eigentlich war die recht schlauchig. Nicht so wie die hier. Weil wenn ich jetzt durch Zufall irgendwie wieder... Ne, es ist eine andere. Was ist das denn schon wieder? Wir suchen nämlich immer noch die Höhlenpilze. Hier geht's hoch und da geht's runter. Also. Ja, nice. Ob es irgendwo tödliche Sackgassen gibt? Okay, hier geht's wieder an die Oberfläche. Wo sind wir denn jetzt? Okay, hier sind ganz viele Pinguine, das ist ja schön. Hi. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Noch mehr von diesen. Irgendwo muss es hier einen Fabrikator geben. Oder zumindest das Fell. Ist der umgekippt? Der ist umgekippt. Ah. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal so ein Schneedings, aber ich weiß nicht, wie ich die Viecher ahnen soll. Also bringt mir das eigentlich auch nichts. Das ist ja nicht mit. Ja, ne? Ja, da hinten ist auf jeden Fall. Oder soll ich die Kleinen von denen töten, um ans Fell zu kommen? Wenn mich jetzt durch die Viecher durchzumessern mit nur einem Medipack, könnte auch ein bisschen sportlich werden, ne? Oh, ne. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man eigentlich Angst vor diesen Viechern haben soll und dass man sie nicht alle wegmessert. Ich frage mich so mal, wie man... Oh. Kann ich die zähmen? Wo ist denn dieser verdammte Eintrag für dieses Vieh hier? Es ist so wie kalt hier. Ich habe nicht genug Zeit, hier um mein Tagebuch durchzugucken. Land, Glühpilz, Pflanzen, Tiere, Fleischfresser. Gut, ich kann Schneepirscher streichen. Das ist ja prächtig, aber eigentlich brauche ich nur ihr Fell. Ah, okay. Gut. Süß.
Glück, wir können wieder jeden, war. Wir brauchen eigentlich nur 3 Fell. Für den Anzug brauche ich sogar 2 große. Na gut. Gut, jetzt müssen wir noch einen Fabrikator finden. Ich sag mal so, hätte ich wie sonst auch immer mein Konstruktionstool bei, hätten wir das jetzt alles schon viel besser umschiffen können, weil da hätte ich jetzt nämlich einfach hier schnell eine Röhre gebaut oder einen Multifunktionsraum. Dangerous weather approaching. Toll. Seek shelter. Was? Ich finde es komisch, dass ich bei anderen Streamer automatisch verlängern kann, bei anderen nicht. Das sollte eigentlich unabhängig vom Streamer sein. Das macht ja nicht keinen Unterschied, was du bist. Weil also das. Wie viele hier wegrennen? Wie schnell sind die eigentlich? Die können schwimmen. Ach, das hat doch einer. Ja. Okay. Geht's aber tief runter. Was ist das hier? Ist das Luft? Ah, ist das Luft. Sie haben doch nochmal die Pflanzen aus dem ersten Teil gemacht. Also, na gut, im ersten Teil sahen leicht anders. Aber trotzdem, wo geht's denn hier runter? Wo geht's hier gleich in die Höhle des Leviathan? Ich meine, das Schöne ist, dass wir haben jetzt quasi hier ewig lange Überlebenszeug, aber ich würde halt trotzdem gerne eigentlich... Mir fällt übrigens gerade ein, dass ich nicht genug Fell für alles habe, ne? Ich kann zwar jetzt die Handschuhe und den Anzug bauen. Das ist die Hülle von ihm, aber mir fehlt noch ein Fell. Ich brauche halt 2 für den Anzug. Wir müssen also de facto eigentlich nochmal hoch. Das ist ernst. Kann man das... Ne, das ist ganz anders. Hm. War ich gleich richtig tief, ne? Wenn du so eine Höhle finden würdest... Stressig. Das fand ich bestimmt auch besonders geil, wenn man so aus dem Wasser gesprungen kommt. Denn so nass direkt in die Eislandschaft rumläuft. Also jetzt ist jetzt so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich doch gerne eine Minimap hätte, ne? Noch, nee, noch ein Fragment des Schneefuchs brauche ich nur echt nicht. Hier dahin sind das noch mehr von den Viechern hier, aber dann ist. Ich versuche mich nochmal in die Höhle reinzuschleichen, in der ich gerade war. Aber vielleicht kann ich auch reinschwimmen. Hat den Unterwassereingang? Ich glaube, du solltest hier ein Konstruktionstool bei haben. Hier tut mir voll leid. Ich will ja nur ein paar Fellbüschel von denen haben. Und ich meuchel die einfach weg. Das ist so gemein von mir. Oh. Das tut mir wirklich sehr leid mit den Viechern. Oh, fuck. Eventuell überlebe ich das nicht. Aber die halten zum Glück überhaupt nichts aus, ne? Am Ende lebt vor allen Dingen nur noch dieses eine kleine Vieh hier. Die sind aber leider nicht mehr. Ich kann auch irgendwie die Kinder Fellbüschel von den Großen ernten. Na gut, dazu mehr beim nächsten Mal.